Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Ja, so kann es gehen. Vor 2 Wochen habe ich mir 200 Realty Income Aktien ins Depot gelegt für 10.000 US-Dollar. Jetzt könnt ihr auch gleich auch meinen durchschnittlichen Kaufpreis vorstellen oder ausrechnen. Tja, und gestern hat dann die Aktie knapp um 6% verloren. Was ist passiert? Ist die Dividende von sagenhaften 6,6% mittlerweile noch sicher und halte ich die Aktie weiter für kaufenswert? Das erfährst du selbstverständlich in diesem Video, in dem ich aber keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung gebe, immer wichtig an der Stelle, aber natürlich meine hoffentlich möglichst fundierte Einschätzung zur Lage der Nation und entsprechend von Realty Income. Ja, es gab gestern ein Press Release. Das hier ist der Auslöser vom ganzen Spaß und Realty Income kauft Spirit Realty Capital für schlappe 9,3 Milliarden US-Dollar. Es geht dann erstmal die Frage, ja, Spirit Realty, ist es ein gutes Unternehmen? Oder was machen die überhaupt? Ist ein Einzelhandelsunternehmen genauso wie Realty Income? Soll ja das Portfolio ergänzen von Realty Income? Was mir aufgefallen ist, als ich hier durchgescrollt habe, ist, dass das Ganze relativ zyklisch erscheint. Das heißt, die Mieter sind eher im zyklischen Bereich unterwegs. Da hätten wir hier mal viele Corona-Verlierer wie Casual Dining, Health and Fitness oder Entertainment Movie Theaters wegen des Lockdowns. Auch finde ich schon relativ zyklisch. Und dann haben wir hier nochmal per Definition, wo haben wir es hier? Discretionary Retail ist per Definition zyklisch. Und mehr zyklisch, meiner Meinung nach, als bei Realty Income. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut hier, jetzt machen wir das mal. So, jetzt habe ich die beiden REITs und da habe ich dann auch Spirit Realty Income. Ja, sollten sie sein. Spirit Realty Income, hier sind sie. Hier haben wir erstmal Realty Income, den Übernehmer. Und da seht ihr, wie schön die Funds for Operations und auch die Dividenden langfristig steigen. Bei Spirit Realty sieht es nicht ganz so dolle aus. Und zwar haben wir hier sogar Dividendenkürzungen wegen eines ja relativ volatil seitlich verlaufenden Funds from Operations. Und das spricht ebenfalls für die relative Zyklik. Ich habe auch gesehen, dass die sehr viele Läden geschlossen haben hier in dem während der Zeit, als es nicht gut geklappt hat. Sie haben sich also auch getrennt, sieht man auch hier anhand der Bilanzsumme, die dann geschrumpft ist. In den letzten Jahren ging es dann aber wenigstens nicht mehr mit Kürzungen, sondern ja, sage ich jetzt mal, seitwärts laufend weiter. Dann ist jetzt die Frage, ob diese 9,3 Milliarden gerechtfertigt sind oder ob es zu teuer ist, der Übernahmepreis. Und das habe ich jetzt auf zwei Arten versucht, mal auf die Schnelle zu beantworten. Und zwar können wir das zum einen über den Buchwert versuchen, einen Eindruck wenigstens zu kriegen, ob diese 9,3 Milliarden teuer sind. Wenn wir hier mal gucken, das sind die wichtigsten Bilanzpositionen, aktueller Stand, dann haben wir hier ein Kernvermögen von 8,3 Milliarden. Das entspricht natürlich dem Buchwert der Immobilien und das sind 1 Milliarde mehr, als Realty Income bietet. Dazu kauft Realty Income noch zinstragende Schulden in Höhe von knapp 4 Milliarden. Das heißt, da liegen quasi 5 Milliarden mehr auf dem Tisch, als die Bilanz meiner Meinung nach hergibt. Für Spirit Realty. Jetzt muss man auf der anderen Seite aber auch sagen, dass Bilanzwerte sind nicht tatsächlich Vermögenswerte, insbesondere bei Immobilien nicht. Und da ist natürlich das große Fragezeichen. Das Management, das sieht man auch in der Pressemitteilung von Realty Income, meint halt, dass das Portfolio gut reinpasst, eine gute Ergänzung ist zu Realty Income. Und vermutlich sind sie auch der Meinung, dass der Buchwert nicht den wahren Vermögenswert bei den Immobilien entspricht, sondern dass Mehrwert ist. Nichtsdestotrotz, das sagt halt die Bilanz. Und dann haben wir noch eine zweite Möglichkeit rauszukriegen, ob die 9,3 Milliarden, beziehungsweise ob das überteuert ist oder nicht, die Übernahme. Und dafür habe ich mir jetzt den AFFO mal kurz selber ausgerechnet. Das kann man alles mit einem Aktienfinder machen. Auch auf Unternehmensebene komme ich auf 505 Millionen US-Dollar. Und wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt zu den 9,3 Milliarden, dann ist das das 18,4-fache von den 505 Millionen. Das heißt, Realty Income hat bezahlt quasi das 18,4-fache und es ist Multiple. Und die Börse bewertet ja schon die ganze Zeit Spirit Realty mit Multiples auch hier eben auf den AFFO. Und mit dem 18,5-fachen war Spirit Realty tatsächlich mal bewertet, ganz kurzfristig.
kurz vorm Corona-Crash, unmittelbar vorm Corona-Crash. Und jetzt hingegen hat vor der Übernahme war das Spirit Realty nur mit dem Neunfachen bewertet hier. Und wie gesagt, das ist halt deutlich mehr als 18,4-fache. Das heißt, auch da erscheint es da die Übernahme relativ teuer. Was uns zur nächsten Frage leitet, ob Realty Income sich das überhaupt leisten kann, diese 9,3 Milliarden, oder ob wir eine Überschuldung droht. Da ist jetzt die gute Nachricht: Realty Income wird kein Schuldenproblem haben, denn die Übernahme erfolgt ausschließlich durch neu ausgegebene Aktien. Ich habe da auch mal gerechnet, ich schätze mal, das werden so um die 190, vielleicht knapp 200 Millionen neue Aktien sein, die Realty Income ausgeben muss. Und dann haben wir also anstatt 675 am Ende 875 Millionen Pi mal Daumen Aktien, was natürlich zu einer Verwässerung führen wird, der ganzen Pro-Aktie-Kennzahlen, auch der Dividende pro Aktie. Jetzt haben wir allerdings wieder eine gute Nachricht. Und zwar laut Pressemitteilung soll trotzdem der AFFO pro Aktie um 2,3% steigen, weil natürlich hier die Umsätze hier, momentan macht Realty Income 3,7 Millionen, aber Spirit Realty Income macht ja 750 Millionen Umsätze, die kommen natürlich drauf. Und AFFO wird ja auch erwirtschaftet, ich habe es ja schon gesagt, 550 Millionen. Und entsprechend sollen dann die Pro-Aktie-Kennzahlen auf den AFFO dennoch steigen. Führt schon zur nächsten, Beantwortung der nächsten Frage, ob die Dividende sicher ist. Ja, wenn der AFFO steigen soll und wenn keine neuen Schulden gemacht werden sollen, dann gehe ich mal davon aus, dass die 6,6% Dividende sicher sind. Das ist die gute Nachricht auch. Und dann kommen wir auch schon zur Bewertung der Realty Income Aktie. Das sehen wir dann hier bezogen auf den fairen Wert, dass, wenn ich den drüber lege, basierend auf dem Adjusted Funds for Operation, historische Bewertung, 18,4-fache Multiple. Da klafft mittlerweile also eine riesengroße Kluft zwischen dem fairen Wert bei 73 US-Dollar und 46 US-Dollar, dem aktuellen Kurs. Und selbst wenn wir jetzt das gnadenlos nach unten korrigieren auf dem 12er KGV, haben wir immer noch eine zweistellige Renditeerwartung, hier 11,3% aufs Jahr. Also die Aktie ist einfach extrem, erscheint mir jetzt extrem günstig derzeit. Realty Income liegen jetzt unter dem Kursniveau vom Corona-Crash. Und da muss man also schon weit hingehen, bis 2015, dass man zu so einem Aktienkurs kommt. Und selbst wenn wir einfach nur ein Seitwärtslaufen hätten, da hätten wir immer noch eine Renditeerwartung von der Dividende von 6,6%. Und da wir hier eine Aktie vor uns haben, die ja vor allem für diejenigen interessant ist, die auf hohe Dividenden stehen, halte ich jetzt Realty Income, ich hielt sie schon vorher, aber ich halte sie immer noch trotz der Übernahme von Spirit Realty. Von meiner Seite aus hätten sie das nicht übernehmen müssen. Aber ich gehe einfach davon aus, dass das Management weiß, was es tut, auch wenn auf den ersten Blick die Übernahme teuer erscheint. Aber okay, die Dividende ist nicht in Gefahr und wer auf hohe Dividenden steht, kann meines Erachtens durchaus zugreifen. So, wie ist deine Meinung zu der Übernahme? Nicht deine Meinung, dass du jetzt auf Buchverlusten wahrscheinlich sitzt, so wie ich, das ist natürlich blöd. Aber wie stehst du Stand heute zu Realty Income? Ist die Aktie für dich kaufenswert? Ja oder nein? Schreib mir gerne einen Kommentar rein. Ansonsten, ich drücke uns allen die Daumen, die investiert sind, und bis zum nächsten Video. Ciao.